Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Beim letzten Mal haben wir ja den Runner umgebracht. Jetzt müssen wir nach Diamond City zu der Tussi da, zu der Wissenschaftlerin. Reden wir mit ihr, was man dagegen machen kann. Ob sie den Runner-Chip analysieren kann. So, dann geht's mal ganz schön weiter hier. Meine Fresse, was für eine Blechdose. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt keine Anzeige mehr habe. Habe ich wieder eine? Jetzt habe ich wieder eine, gut. Wir haben schon 45 Funktionskette schon gefunden. Mehr als genug. So viel können wir eigentlich gar nicht verbrauchen in diesem Spiel. So, du hier. Bist zurück. Ja. Das leuchtende Meer, Virgil. Was ist passiert? Ich habe Virgil gefunden. Er kennt deinen Weg ins Institut. Aber ich brauche einen Runner-Chip. Ein Runner-Chip? Du hast gegen einen Runner gekämpft? Wahnsinn. Leider kann ich dir nicht helfen. Ich habe an einer Menge Synths gearbeitet, aber nie an einem Runner. Ich habe keine Ahnung, was dieser Chip macht oder wie man ihn entschlüsselt. Aber es gibt Leute, die das wissen könnten. Ich habe mal mit einer Gruppe gearbeitet, die... Nun, es sind die einzigen, die ich kenne, die das Sicherheitssystem des Instituts knacken könnten. Die Gruppe nennt sich die Railroad. Okay. Danke, Doc. Wie finde ich sie? Ich kann sie nicht direkt kontaktieren. Meistens kommen sie zu mir, wenn sie einen entflohenen Synth haben, der neue Erinnerungen braucht. Aber ich habe eine Art Parole, wenn ich sie mal ausfindig machen muss. Folgt dem Weg der Freiheit. Okay, ich werde sie ausfindig machen. Viel Glück. Tut mir leid, dass ich dir nicht mehr sagen kann. Mhm. Aber du wirst das hoffentlich auch so hinbekommen. Jo. Also geht's jetzt quasi hier wieder raus. Gleich nochmal einen Ladebildschirm. Und mal läuft das Spiel. Hallo Spiel, machst du noch was? Ah. Das nenne ich mal Rüstung. Mhm. Sieh dir nur mal diese Hydraulik an. Sorry für den nächsten Ladebildschirm. Eine schöne Knarre, hä? Die haben wir auch. Jetzt müssen wir es aber mal langsam mit Ladebildschirm mal fertig werden hier. Wäre mal nicht schlecht. Oder habe ich jetzt die ausgerüstet? Die wollte ich doch gerade ausrüsten. Ich vergesse leer zu machen, fällt mir gerade ein. Ist aber jetzt das Leben. Jetzt eine 6 und ein O. Ich muss gerade mal kurz gucken, in welche Richtung ich laufen muss. Irgendwas
was Nützliches? 3i. Jo, ich laufe in die richtige Richtung, das ist gut. Ja, oben. Was ist da drin? Ah, okay. Oh Mensch, nee, geht's mir nur noch um die Jungs zu kümmern. Ich will doch keine Zeit, mich um die Jungs zu kümmern. Ich muss alles nachladen, Mensch. Ich werd langsam. Was macht ihr jetzt hier auf einmal so mutant? Soll meine Visage wirklich. Mein Vorschlagkammer des Wächters. Die letzte sein, die du siehst? Zeit. Ich glaube auch. Ah, sagen wir einen ganzen Tag Zeit, eine halbe Tag Zeit. Dann kommt hier aber ein Level ab. Zwei Stück. Nochmal das hier. Und dann gehen wir auf das hier noch. Hartes Eier. So, komm, können wir jetzt weitergehen. Genug mit denen rumgespielt. Gut, spielst du Rakete, nehmen wir gerne mit. Können wir gebrauchen. So wie es gehört, wir schleichen uns auch noch leicht an. Jetzt habe ich ihn getroffen. Also nicht, dass das eine Option wäre. Ich muss um die Waffen neu sortieren hier. Die wollte ich hier. Deswegen kriege ich meine Gleisbolzen teilweise wieder zurück im etwas. Oder jetzt auch wieder Ruhe. Nehmen wir mal alles mal mit hier. Kann man alles verkaufen oder wiederverwerten. Nick macht wieder Radau. Ist uns egal, wir wissen, wir kennen unser Weg. Jetzt auch richtig. Jetzt bin ich total sich falsch gelaufen. Oder? Ja.
ich bin falsch gelaufen. Mein Raider, wo da sitzt und nichts macht. Du kannst laut sagen, dass es scheiße ist. Das ist es nicht wert! So. Jeder kann sich movieren, jeder kann sich movieren. Scheiß Mücken hier. Ich kann jetzt sterben, so wie andere Mücken hier. Na, jetzt abhauen, ne? Scheiß Mücken. Ich hoffe, dass wir jetzt richtig sind. Da ist sie doch, die Old Stream Church. Ich muss gerade kurz gucken, wo die ist. Oh Mann, ey. Da ist sie doch, die Railroad. Die habe ich sie gefunden. Gerade mal alles nochmal nachladen, dann geht's rein. So, dann geht's noch weiter ins Gedümmer. Ihr denkt dran, lasst ein Like. Aber da will ich mich sehr, sehr freuen. Über ein Like. Und über ein Abo. Wenn euch meine Let's Plays bzw. Livestreams gefallen, aktiviert auch noch die Glocke. Dann kriegt ihr immer eine Benachrichtigung, wann ich einen Livestream starte bzw. wann das Let's Play Video hochgeladen ist. Ist alles freiwillige Basis, ist kein Muss. Ich habe hier irgendwie einen Gegner ums Flitsche gehört. Ich habe zumindest mal da noch einer drin. Dann gehen wir mal hin. Zur Railroad. Vergeuden, nicht wahr? Ja. Nick, da hast du recht, man will ja nichts vergeuden. Natürlich alles mit, was man hier findet. Wir sind hier nicht. Ich weiß nicht, noch einer hier. So, jetzt muss ich mal gucken. Railroad. Dreht sich. Ein R. Ah. Fängt also mit R an. Ein A. Jetzt brauchen wir es den noch. Railroad. Also,
ganz easy. Ganz easy. Da ist kein Gegner mehr. Stehen bleiben. Du hast dir eine Menge Mühe gemacht, um das Treffen zu arrangieren. Mhm. Aber bevor wir fortfahren, beantwortest du mir ein paar Fragen. Wer zum Teufel bist du? Ich bin deine Mutter. Warum verratet ihr mir nicht zuerst, wer ihr seid? Mhm. In einer Welt voller Misstrauen, Verrat und Jägern sind wir die einzigen Freunde der Synths. Wir sind die Railroad. Also, beantworte meine Frage. Ich bin dem Weg der Freiheit gefolgt, um die Railroad zu finden. Ich bin nicht euer Feind. Wenn das wahr ist, hast du nichts zu befürchten. Wer hat dir verraten, wie du mit uns in Kontakt treten kannst? Dr. Amari hat mir gesagt, wo ich euch finde. Sehr interessant. Letzte Frage. Warum bist du hier? Ich habe einen Runner bei Green Tech Genetics aufgespürt und getötet. Jetzt brauche ich Hilfe dabei, den Code seines Runner-Chips zu knacken. Was? Darüber macht man keine Witze. Ich wusste nicht, dass wir eine Party feiern. Warum bin ich nicht eingeladen? Oh, ihr habt den Runner-Killer eingeladen. Nett. Deacon, wie immer zu spät. Dieser Eindringling hat tatsächlich einen Runner getötet? Eigenhändig? Das wäre sogar für Glory eine reife Leistung. Sondermeldung, Boss. Der Kerl hier ist eine ziemlich große Nummer. Wenn du mit dem Verhör fertig bist, solltest du dieser Runner-Killer-Maschine ein wenig Respekt zollen. Nur so ein Gedanke. Ich muss mich bei dir entschuldigen. Jeder, der einen Runner tötet, gehört für mich zu den Guten. Gut. Ich bin Desdemona, die Anführerin der Railroad. Hoffentlich finden wir eine Lösung. Deine Bitte bringt uns in eine knifflige Situation. Des, wir müssen ihn reinlassen. Er hat einen intakten Runner-Chip, verdammt nochmal. Das verstößt gegen unsere Sicherheitsprotokolle. Zum Teufel mit denen. Er hat einen Runner getötet. Nie im Leben arbeitet der für das Institut. Wir lassen dich in unser Hauptquartier. Du bist der erste Außenseiter, dem dieses Privileg je zuteil wurde. Wir besprechen das mit deinem Chip, sobald du drin bist. Wunderbar, so schnell kommt man. Ich mach meine Brille später, muss ich auch machen. So schnell kommt man hier in das Gewerbe rein. Natürlich machen wir dann noch die Mission mit dem Deacon. Machen wir beim nächsten Mal. Jetzt tun wir erstmal den Runner-Chip analysieren. Unsere Knarre nochmal aufladen. Ich will auch gern hier rein in das Hauptquartier. Einen Runner-Chip zu entschlüsseln ist eine heikle Angelegenheit. Da können tausend Sachen schiefgehen. Datenverlust ist da noch das geringste Übel. Zum Glück haben wir genau den richtigen Mann für diesen Job. Oh, für euch. Ich glaube, ich muss den hier an. Ich kann hier alles dann leer looten, wenn ich mal hier bin. Kann ich Werkbank benutzen? Ja. Ich muss auch mal die Waffen da stehen, wo ich ihn brauche. Schneid dir nichts ab, was du nachher vermisst. Der ganze Schrott da reingetan, oder? Das was wir nicht brauchen, können wir mal jetzt mal verschrotten. Die Rakete werfen haben wir schon. Neueste Meldung vom Unterschlupf Stanwicks. Keine Veränderung. Also drei Vermisste und sechs Tote. Wie haben die das Switchboard gefunden, Dor? Wir haben uns zu lange Zeit gelassen. Es reicht schon, wenn eine Person unvorsichtig ist. Wissen wir schon, wo das neue Hauptquartier sein wird? Das ist jetzt nicht wichtig. Mach dich wieder an die Arbeit. So, jetzt haben wir ein bisschen was zerstört. Haben noch schöne Komponente gekriegt. Und jetzt analysieren wir den Runner-Chip. So, wo ist er jetzt hier? Hey, Des. Brauchst du was? Tom, unser Gast hier hat einen Runner-Chip. Was? Echt jetzt?
Mann, sowas habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Okay, also das läuft so. Tom beschafft dir den Code, aber danach gehört der Runner-Chip uns. Jo, okay. In Ordnung. Er gehört euch. Okay, Tom, dann leg mal los. Okay, kleiner Runner-Chip. Lassen wir den Stromkreisanalysator mal an dich ran. Boah, 4 Fusionskerne. Jede Menge Schrott. Wir sind drin. Haben Zugriff auf den Chip. Fummeln wir mal etwas an den Analogschnittstellen rum. Genau, fummeln wir ein bisschen. Was? Oh Mann, stürz jetzt nicht ab. Du schaffst es. Dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwas machen können. Da sind sie. Es gibt nicht mehr viele Ärzte. Du solltest mich dich mal untersuchen lassen. Wir sind noch im Geschäft. Oh Mann. Wir haben beim letzten Schlüssel weitere Dezimalstellen hinzugefügt. Oh, das wird, komm schon, Baby. Führ mich zum Muster. Wo ist es? Moment. Sie benutzen die gleiche logarithmische Funktion wie der Schlüsselgenerator. Oh Mann, das nenne ich Glück. Da kann ich wieso nichts machen. Tut scheiße, ich hab dich. Ich bräuchte ein paar Vorräte für unterwegs. Okay, aber übertreib es nicht mit den Camps. Will ich gucken, was du so hast an. Doch nichts gut. Ah, ich komm gleich. Ich hab mich gerade ein bisschen leichter gemacht. So, jetzt. Wo ist Zeiten jetzt überhaupt? Dahin. Keine Faunentricks. Komm schon. Zeig mir die Basiszahl. Komm, Baby. Also ist noch dabei, der Ranch zu analysieren. Wir haben den Code. Ich lade ihn dir auf ein Holoband. Wenn wir in Zukunft mehr miteinander zu tun haben, muss ich mir sicher sein, dass wir auf derselben Seite sind. Du weißt, was ein Synth ist, oder? Ja, ich bin bestens über sie informiert. Gut, das Institut betrachtet. Nur ein Boot hat über. Hört sich nach Sklaverei an. Ganz genau. Es ist unser Ziel, die Synths von ihrer Knechtschaft zu befreien. Ihnen eine Chance auf ein echtes Leben zu geben. Die entscheidende Frage ist, würdest du dein Leben für deine Mitmenschen aufs Spiel setzen? Auch wenn es sich dabei um Synths handelt. Ich habe einmal geschworen, meine Landsleute mit meinem Leben zu verteidigen. Ich sehe da keinen Unterschied. Gut gesagt. Jemanden mit deinen Fähigkeiten und Ansichten würden wir normalerweise rekrutieren. Ja, aber im Moment fehlt uns die Zeit, neue Agenten auszubilden. Es gibt jedoch andere Möglichkeiten, wie du deinen Beitrag leisten kannst. Und im Gegenzug helfen wir dir. Deacon erklärt es dir genauer. Du kannst jetzt gehen. Ich will auch mit dem Tiefklatter ein bisschen handeln. Ich glaube, wir müssen reden. Stimmt das nicht? Du hörst dich aufgebracht an. Was? Oh, nein, nein. Wir reisen nur schon so lange miteinander. Und ich dachte mir, dass unser Informationsfluss etwas einseitig ist. Ich weiß einigermaßen über deine Schmutzwäsche Bescheid. Aber du weißt noch immer so gut wie nichts über mich. Ich dachte mir, ich bringe das mal ins Lot. Also, gibt es etwas, was du wissen möchtest? Okay. Wer bist du, Nick? Nach der Antwort auf diese Frage suche ich selbst schon verdammt lange. Ich weiß, dass ich ein Synth bin. Echte Institutshandarbeit. Aber ich bin immer noch mechanisch. Nicht genmanipuliert wie die schicken Synths, die heute ihr Unheil treiben. Ich gehe in die Werkstatt, nicht zum Arzt. Aber meine Erinnerungen, meine Persönlichkeit gehören einem Polizisten, der sich vor dem Krieg zu einem Experiment bereit erklärt hat. Sie haben sein Gehirn eingelesen und es auf die Hardware kopiert, die zwischen meinen Ohren sitzt. Keine Ahnung, warum sie einen Roboter programmieren, der auf einem Vorkriegspolizisten basiert. Und nicht auf einem Mathe-Genie oder einem Genforscher. Aber hey, vielleicht hat das Institut mich deswegen auf den Müll geworfen, anstatt mich zu einem ihrer Kidnapper zu machen. Das ist ja furchtbar. Die haben dich einfach weggeworfen? Einfach so, ja. War ein ziemlich unsanftes Erwachen. Ich weiß noch, wie ich in einem Müllhaufen zu mir kam. Mein Körper zerfetzt und mein Kopf voller Erinnerungen eines Mannes, der seit 200 Jahren tot war. Ich muss wohl nicht erwähnen, dass das ein paar verwirrende Wochen waren. Damals wussten die Leute noch kaum etwas über Synths. Als ich schließlich Menschen begegnete, waren die meisten eher vorsichtig als feindselig. Aber die Kinder, die hatten keine Angst. Ich glaube, sein Name war Jim. Der erste, der mich nach meinem Exil aus dem Institut ansprach. Mein erster menschlicher Kontakt in dieser Welt. Hat mich eine Stunde lang ausgefragt.
Als sie sahen, dass ich harmlos war, kam auch der Rest der Nachbarschaft, um sich den mechanischen Menschen anzusehen. Am Ende war es ein echt netter Abend. Der Mechaniker dort hat mir sogar eine kostenlose Inspektion verpasst. Diese Leute haben mich wie einen echten Menschen behandelt. Seitdem versuche ich, mich dafür zu revanchieren. Das findet man hier draußen nur recht selten. Mir ist aufgefallen, dass dir das am Herzen liegt. Mit ein Grund, warum ich noch immer hier bin. Wenn du gut zu Menschen bist, sind sie gut zu dir. Daran glaube ich ganz fest. Ganz deiner Meinung. Nun, bevor ich dich jetzt komplett zu Tode langweile mit meinen Anekdoten, sollten wir lieber aufbrechen. Jo, Nick. Ich will noch mit dem Tüftler-Tom babbeln. Tüftler-Tom. Tüftler-Tom. Du Schnecksche, wo bist denn du? Ja, der war doch noch gerade eben noch da. Tüftler-Tom. Doktor. Wenn du Hilfe brauchst, kann. Wir gehen hin, wo ist Tüftler-Tom? Hä? Ich hab dir rein gar nichts zu sagen. Hey, Tüftler-Tom, ich brauch dich mal. Ich weiß, was du für geiles Zeug hast. Es läuft mehr, als man mitbekommt. Vertrau mir. Hey. Alle sagen, du übertreibst es mit den Camps. Aber meine Augen sind weit geöffnet. Ich sehe. Du musst vorsichtig sein, Mann. Okay. Das Institut ist überall. Dann möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Tschüss, euer Christoph D68. Ciao.